Mein Name ist Stefan Wirkus. Ich bin Moderator und Cartoonist. Mit meinen selbst gezeichneten Bildern führe ich bei Veranstaltungen durch das Programm oder halte mit meinen Cartoons Vorträge. Ja, wie man sieht, macht auch die Digitalisierung vor uns Zeichnern nicht Halt. Und gerade mache ich Bilder für eine tolle Firma, die ihr 20-jähriges Jubiläum feiert. Die Rede ist von Lauer und Weiß oder kurz gesagt LUW. 20 Jahre LUW. Das bedeutet 20 Jahre beste Ingenieurskunst für die Autoindustrie. Und das unweit der Erfinderstätte des Automobils. Fellbach bei Stuttgart. So, und das sind die drei, die bei LUW richtig Gas geben. Hier haben wir den Gründer und Geschäftsführer Jochen Lauer. Und hier in der Mitte, das ist der Gesellschafter Wolfgang Weiß. Und beide haben das Unternehmen im Jahre 2000 gegründet. Links, das ist Walter Bollinger. Und der ist als begeisterter Konstrukteur 2003 ins Unternehmen gekommen. Und bis heute Mitglied der Geschäftsleitung. Und hier haben wir die Kompetenzcenterleiter für das operative Geschäft. Dazu muss man wissen, in jedem Center sind erfahrene Teamleiter für die Personalführung und Entwicklung eingesetzt. Und dann gibt es noch die Projektleiter. Die sind zuständig für die Steuerung von größeren Projekten. Hier haben wir aber erst einmal die vier Kompetenzcenterleiter. Und von links nach rechts haben wir einmal Steffen Genkinger. Er ist zuständig für das Kompetenzcenter Energiemanagement. Das hier ist Ignacio Nacho Esteban. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und der sorgt dafür, dass das Kompetenzcenter Simulation rund läuft. Thomas Heger ist der Leiter des Kompetenzcenters Karosserie und befasst sich mit allen Themen rund um den Bereich Exterieur und Interieur. Und das ist Simon Lang, der da so strahlt. Der befasst sich mit den Antriebstechnologien von heute und morgen. Toll. Heute umfasst LUW 200 Mitarbeiter und drei Gesellschaften. Vor 20 Jahren sind sie gerade mal mit 5 Leuten gestartet, um es mit Gründergeist und Esprit gegen die Großen aufzunehmen. Und das mit Erfolg. Los ging es damals mit reinen technischen Berechnungen. Im Laufe der Jahre kamen weitere Disziplinen dazu, wie zum Beispiel Konstruktion, Leitungssatzentwicklung, Elektronik und Digital Solutions. LUW ist anders als andere Firmen aus der Branche. Bei denen zählt Qualität statt Quantität und sie sind spezialisiert auf Nischenprodukte. Am liebsten toben sich die Ingenieure mit ihrer Kompetenz bei einem Truck, einem Van, einem Bus und dem Sportwagen mit dem Stern oder dem Pferd aus. Und alle haben sich zu langjährigen Stammkunden entwickelt. Für sich liebt es LUW klein und fein, denkt aber groß. Durch die Spezialisierung auf Nischenprodukten kann man bei Lauer und Weiß eine Menge lernen. Das ist auch ideal für den Berufseinstieg. So konnte Lauer und Weiß über die Jahre eine tolle Mannschaft mit Top-Ingenieuren aufbauen. Was die alles drauf haben, zum Beispiel. Ständig optimieren sie den Energieverbrauch von Fahrzeugen aller Art, sowie die stetige Verbesserung von Betriebsfestigkeit, Schallabstrahlung, Akustik, Sicherheit, Komfort und Fahreigenschaften. Klasse. Und sie sind tolle Simulanten. Also nicht, was sie denken. Mithilfe der Simulation werden viele Versuche auf Prüfständen und Versuchsfahrten ersetzt. Beispielsweise für Betriebsfestigkeitsberechnungen bei LKWs, Transportern und bei Bussen. So bleibt keine Schraube locker und das Gebiss des Fahrers bleibt drin. So werden Fahrzeuge stabiler, zuverlässiger, sicherer und leiser. Fahreigenschaften, Lüfter, Strömungsgeräusche, Achs- und Getriebegeräusche, das würde ja alles nur unnötig Krach machen. Ja, und das wollen wir ja nicht. Teamplay und Teamgeist steht bei LUW ganz oben auf der Liste. Die Entscheidungswege bei LUW sind kurz und das Miteinander sehr familiär. Und die Büroflächen sind offen und freundlich. Und mal ehrlich, ich meine, wer möchte schon gern an einer Legebatterie arbeiten, oder? Apropos Arbeiten.
In den Werkstätten kommt durch die erreichte Zuverlässigkeit immer mehr Langeweile auf. Das liegt daran, und da habe ich eine kleine Notiz hier vorliegen, die ich einmal vorlesen möchte. Stetig arbeitet LOW daran, dass die anfänglichen Verbrennungsmotoren wie auch die alternativen Antriebe und die von Nutzfahrzeugen und PKWs des Stammkundens mit dem guten Stern auf allen Straßen der Grund für dessen Marktführerschaft ist und bleibt. Richtig Freude kommt ja bei einer Cabrio-Fahrt auf. Und wenn dann beim Cabrio LUW das Cabrio-Dachsystem mitgestaltet hat, dann wird es richtig klasse. Wenn dann vor ihm noch ein LKW fährt und LUW die Abgasnachbehandlungsanlage von diesem LKW auch mitentwickelt hat, dann ist alles perfekt. Denn, das muss man sich mal vorstellen, aus so einem LKW kommt saubere Luft raus, als er einsaugt. Ist das nicht klasse? Im Zuge des Klimawandels verschärfen sich auch die Rahmenbedingungen ständig und immer wieder. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass die Antriebssysteme immer wieder verändert werden müssen. Das heißt, immer wieder neue Aufgaben für Mitarbeiter. Aber man muss sagen, das hält auch fit. LOW bleibt für seine Kunden gerne in Bewegung und mag den persönlichen Kontakt. Da kann man natürlich verstehen, dass jeder Premium-Ingenieur, übrigens LOW sagt Pioneure, kaum erwarten kann, auszuströmen. Aber das sind ja auch alles top ausgebildete Leute. Ja. Und für die ist auch überhaupt gar kein Problem, unter Zeitdruck zu arbeiten. Also die Konstrukteure und die Berechner, das klappt wunderbar. Und das sogar in der Königsdisziplin, dem Rennsport. LOW sind so etwas wie der Weihnachtsmann unter den Ingenieuren und lassen keine Wünsche offen. Auch nicht in der digitalen Transformation. Und sie öffnen sich immer mehr für weitere Branchen. In der Automotive-Branche sind auch Motorsägen, Schwerlasttransporte, Medizintechnik und sogar Yachten bei LOW in der Entwicklung beauftragt. Und LOW geht immer mit der Zeit. Zum einen als CAX-Spezialist für mechanische Komponenten, sowie auch als kompletter Lösungsanbieter in der Digitalisierung. Wir haben gesehen, 20 Jahre LOW, das sind 20 Jahre tolle Mitarbeiter, treue Kunden und tolle Lieferanten, an die ein herzliches Dankeschön zu richten ist. Mir hat es Spaß gemacht, die Bilder zu zeichnen und ich kann nur sagen, bei so einer Erfolgsgeschichte, da werden sicherlich noch einige tolle Bildmotive folgen. Mir bleibt nur zu sagen, alles Gute, liebes Lauer und Weiß zum Geburtstag und vor allen Dingen bleib so, wie du bist, erfolgreich, innovativ und sympathisch und nahbar.